Hallo Lieben und willkommen zurück zum heutigen Video. Heute sind wir auch mutig. Wir benutzen 4 anstelle von 3 Farben. Und nicht nur das, wir benutzen auch Farben, die sonst keine große Bedeutung in den Purs bekommen, habe ich das Gefühl. Denn wir haben heute ein Braun, Burnt Sienna, Gold, naja, und Cremefarben. Gold und Creme haben eine größere Bedeutung, aber man sieht relativ wenige Purs, die Braun oder Burnt Sienna benutzen. Von daher dachte ich mir, die Farbkombination passt bestimmt sehr gut zusammen. Der Mars hat sich ja auch dafür entschieden und bin gespannt, wie das Ganze zusammenwirkt. Ich denke, das Resultat wird uns schöne, warme Erdtöne geben und hoffentlich ein paar Akzente von Gold, um zu sehen, dass das Ganze auch schön schimmern kann. Die Farben sind gemischt wie im letzten Video und wie ich meine Farben immer mische. Also Floetrill, unser Pouring Medium, unsere Farben natürlich und etwas Wasser nach Bedarf. Keine von den Farben hat wieder Silikon enthalten, aber das Gold Metallic kann natürlich wieder Zelleffekte kreieren, da es das ja meistens tut, wenn man es mit Floetrill in Verbindung bringt. Und wir wollen mal schauen, wie das Ergebnis heute wird. Die Leinwand an dieser Stelle ist wieder dieselbe 40x40 cm Leinwand, die ich auch in dem letzten Türkis-Gold-Cremefarben-Video nehmen wollte. Hier nun ein neuer Versuch und konsequenterweise wird sie es auch diesmal nicht schaffen, Farbe abzubekommen. Denn auch hier hatte ich wieder zu viel Farbe und habe mich dann für eine 30x60 cm Leinwand entschieden. Wird also auch gleich wieder getauscht. Aber ich verspreche euch, früher oder später wird auch diese Leinwand etwas Farbe abbekommen. Vom Grundgedanken her ist es genau der gleiche Weg wie auch im letzten Projekt, im letzten Video. Die Farben sind wieder ein klein wenig dünner gemischt, als ich es sonst machen würde. Wollte schauen, ob ich denselben Effekt wieder kreieren kann, also wiederherstellen kann, oder ob es letztes Mal einfach nur Glück gewesen ist. Und ja, seid gespannt, was passiert. Und wie ihr sehen könnt, ist der Effekt relativ ähnlich geworden. Vor allem rechts oben in der Ecke, dieses Spinnennetzmuster hat sich wieder gebildet, sieht auch wieder sehr interessant aus. Diesmal ist keine Metallic-Farbe dazwischen, wie letztes Mal das Türkis, diesmal ist es die Creme, aber sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Besonders spannend finde ich aber diesen mittleren Teil auf der Leinwand, denn wenn man da ganz nah rangeht, sieht es so ein bisschen aus wie eine Berglandschaft von oben aus dem Flugzeug oder dem Weltraum gefilmt. Finde ich sehr spannend zum Anschauen. Ich versuche euch nachher auch mal mit der Kamera etwas näher ranzugehen, damit es das ja vielleicht einfangen kann. Und ich bin gespannt, wie es im trockenen Zustand aussehen wird. Wie immer filme ich euch nochmal über den nassen Zustand drüber. Hier gehe ich auch nochmal mit dem Brenner kurz drüber, um einige Zelleffekte anzuregen, aber auch nicht zu viele, denn insgesamt soll es ja auch nicht, nun ja, zu unruhig wirken.
Und dann schauen wir am Ende, wie das Ganze getrocknet aussieht. Die Farben sollten natürlich viel dunkler und kräftiger werden. Wir filmen dann auch wieder draußen im direkten Sonnenlicht, um die Farben so natürlich wie möglich zu haben für euch. Und dann würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, wie euch das Muster gefällt, vielleicht auch die Farbkombination gefällt. Gebt mir gern Anregungen, Tipps, Wünsche, was ihr gern für Farbkombinationen sehen möchtet oder auch welche Pouring-Varianten vielleicht. Wenn ihr Fragen habt, auch immer in die Kommentare schreiben. Lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert unseren Kanal, damit ihr auch nichts verpasst. Und wie immer gern auf unserer Homepage vorbeischauen, wenn ihr Equipment für eure Kreativität benötigt. Wir würden uns freuen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Kreieren und bis bald!